Ich stehe hier in der Raumerstraße 51 bei der Boxveranstaltung um den Lokalmatador Patrick Korte und treffe hier ebenfalls einen Profiboxer an, der sich jetzt hier selbst vorstellt. Also mein Name ist Arian Najafi. Ich habe 6 Kämpfe, bin ungeschlagen, gerade bei den Profis und hatte jetzt eine längere Pause, weil meine Hand im Kampf gebrochen war. Ja, muss mich noch einer OP hinziehen und danach kann es weitergehen. Für welchen Verband boxst du? Für die German Boxing Association, GWA. GWA? Mhm. Also, und wie ist es mit dem Trainer? Ja. Wer trainiert dich? Stefan Freudenreich ist mein Trainer. Der Stefan ist ja ein Altbekannter aus dem Amateurgeschehen. Genau, hat mich auch als Amateur schon betreut auch. Und in meinen ersten Profikämpfen auch immer in meiner Ecke gewesen. Also ich hatte nie irgendjemand anderen, der an meiner Seite stand. Nur mein Trainer Stefan Freudenreich. Und wie siehst du deine Zukunft jetzt nach der Verletzung? Man kann ja immer nur hoffen. Boxen ist ja, ich sag mal, quasi in Deutschland kein einfacher Sport. Ist schwer, sich durchzusetzen, aber ich bin da guter Dinge. Und wenn man einigermaßen vermarktungsfähig ist, dann geht das. Ist jetzt hier, sagen wir, in weiter Ferne oder nahe Ferne etwas zu erkennen, wo du wieder boxen wirst? Oder aktuell, in welchem Zeitabstand? Aktuell leider nicht, weil ich jetzt gerade noch ein bisschen zu viel Gewicht drauf habe. Mein Trainer besteht darauf, dass ich erstmal ein paar Kilo runtergehe. Nach der Verletzung habe ich jetzt logischerweise ein bisschen Gewicht zugenommen. Bin aber dennoch im Training, also ist ja nur eine Hand. Ich habe ja immer noch den ganzen Körper, funktioniert alles wieder wunderbar. Jetzt muss ich mich erstmal auf mein Gewicht konzentrieren und dann schauen. Welche Gewichtsklasse boxst du denn? Im Mittelgewicht. Mittelgewicht. Sag mal für einen Laie, wie viel Kilo? 72,5 und wiege gerade, bin gerade bei 82. Gut, das war hier ein Profiboxer an der Raumerstraße 51 bei der Boxveranstaltung mit dem Lokalmatador Patrick Korte.